Tja, ich schreibe gerade meinen Testbericht zum neuen MacBook Air mit dem M1-Prozessor für den Tagesanzeiger. Ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Matthias Schüssler. Jeder von uns schreibt seine Perspektive zu dem neuen Gerät. Er ist ja der große Mac-Fan, ich eher der iPad-Fan. Den Artikel verlinke ich natürlich unten, sobald er parat ist. Aber erst müssen wir schnell einen Blick aus dem Fenster werfen. Sieht man es? Naja, so halb. Hier fällt der erste Schnee und ich würde sagen, wir nehmen uns ganz kurz Zeit für ein paar Schneeimpressionen. So viel Zeit muss sein. Ja, immer schön der erste Schnee. Aber jetzt zum MacBook Air. Und ich habe mir gedacht, ich lese hier nicht den Testbericht vor, sondern wir schauen einen kleinen Aspekt an, nämlich all die Punkte, auf die ich als iPad-Nutzer neidisch bin. Ja, die kleine Kiste hier hat ein paar Sachen, auf die ich neidisch bin. Bislang habe ich immer ein paar Mac-Witze gerissen, hier und da, vielleicht. Jetzt mache ich ganz, ganz viel weniger davon. Wirklich tolles Gerät. Im Frühjahr habe ich ja das erste MacBook Air besprochen mit dem Intel-Prozessor. Das Video übrigens hier oben verlinkt, in Schweizerdeutsch übrigens noch damals. Und ja, damals war ich schon sehr zufrieden und jetzt, naja, jetzt ist das MacBook Air schneller, ausdauernder und billiger. Was will man da reklamieren? Aber schauen wir uns die Punkte an, auf die ich als iPad-Fan neidisch bin. Punkt 1. Die Ausdauer. Das ist immer schwierig in Zahlen zu fassen. Ich würde sagen, wenn mein iPad Pro 10 Stunden hält, hält das hier, naja, 15 Stunden. Es hält wirklich merklich länger durch als mein iPad Pro. Da wünschte ich mir, das iPad Pro würde auch ein bisschen länger durchhalten. Klar, hier hat es mehr Platz für Akku, aber neidisch sein darf man trotzdem. Punkt 2, das Tempo. Noch sind nicht alle Apps optimiert für den M1-Prozessor, aber schon jetzt sieht man, das Ding ist rasend schnell. Da wünschte ich mir, das iPad würde auch mitziehen. Vor allem, wo ich es merke, ist, wenn man Apps aufdrückt. Ich habe das Gefühl, der Mac fühlt sich jetzt schneller an als das iPad. Sowas hätte ich früher nie gesagt. Ich habe immer gewitzelt, es dauert ewig, bis man den Mac eingeschaltet hat, bis er aufstartet. Wenn man ihn aufklappt, geht's ewig nicht los. Das ist alles vorbei. Jetzt fühlt sich der Mac wirklich schnell an. Und eben sogar ein bisschen schneller als das iPad, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es eine Illusion, aber neidisch bin ich auch auf das. Dann, ja, macOS sieht endlich toll aus. Ich habe auch über macOS immer Witze gerissen. Warum hat es da diese komische Rakete, wenn man die Apps öffnen möchte? Und warum ist iMessage auf dem Mac blau? Nicht nur haben sie das endlich korrigiert, nein, es sieht auch einfach toll aus. Alles sieht schön aus. Und sogar die App-Logos sind schöner als auf dem iPad mit diesem leichten digitalen 3D-Effekt. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich hoffe, das kommt sehr, sehr bald auch aufs iPad. Nicht gerade das ganze macOS, wobei inzwischen, jetzt wo es hübsch ausschaut, hätte ich nicht mal da was dagegen. Punkt Nummer, wie viel sind wir eigentlich schon? Punkt 4, auch ein macOS-Punkt, Multitasking. Ja, wer ein iPad nutzt, weiß, das ist die große Schwäche. Das iPad hat nicht wirklich Multitasking. Wenn ich ein Video render, wenn ich Fotos aus Lightroom heraus speichern möchte, muss ich immer warten. Klar, ich kann dieses kleine Fensterchen machen, aber das ist auch mühsam. Ich möchte wie beim Mac das Fenster irgendwo im Hintergrund tun und was ganz, ganz anderes machen können. Auf das bin ich sehr, sehr neidisch und jetzt mit dem M1 sowieso. Der letzte Punkt, auf den ich neidisch bin, entsperren mit der Apple Watch. Das funktioniert so großartig. Man muss nicht irgendwo in eine Kamera schauen, muss nicht irgendwo einen Finger draufhalten, muss einfach mit der Apple Watch in der Nähe des MacBooks sein und schon ist es offen. Das hätte ich sehr, sehr gerne auch auf dem iPad. Ja, das waren meine Neidpunkte. Wie viel hatten wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. Wechsle ich jetzt auf ein MacBook Air? Nein. Weil es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Punkte, die ich am iPad einfach noch viel zu sehr schätze. Das ist einerseits der Bildschirm, das hat mich selber überrascht. Das MacBook Air, da wirkt der Bildschirm viel, viel kleiner als auf meinem iPad Pro 12.9, obwohl er hier eigentlich größer ist. Ist natürlich eine optische Illusion, aber beim iPad Pro in der Magic-Tastatur ist der Bildschirm ein bisschen näher, hat mich 4:3 ein anderes Format. Das hat mich wirklich überrascht. Auch hat mich überrascht, wie sehr ich den Touchscreen vermisse am Mac.
Ich dachte, jetzt, wo ich mit dem Magic Keyboard das iPad fast nur noch als Laptop nutze, komme ich gut ohne Touchscreen aus. Denkst, ich habe die ganze Zeit in den Bildschirm des kleinen Kerls hier gefasst. Der Bildschirm, man sieht es jetzt im Video zum Glück nicht, ist schon voller Fingerabdruck. Ich habe ständig reingefasst. Und schließlich, was ich natürlich auch vermisse und nicht mehr missen möchte, ja, Stift und Tablet. Das iPad nehme ich einfach aus dem Magic Keyboard raus, setze mich aufs Sofa und schreibe diese Punkte für diese kleine Liste hier, die ich jetzt gerade gemacht habe, auf. Und das funktioniert so großartig. Also das möchte ich auch nicht mehr missen. Trotzdem großartiger Start für den M1-Prozessor. Ich bin jetzt natürlich unglaublich gespannt, was das 16-Zoll MacBook Pro nächstes oder ja, hoffentlich nächstes, vielleicht aber auch erst übernächstes Jahr bringt. Auf das bin ich sehr gespannt. Ein wirklich Hochleistungs-Zusammenklapp-Desktop, das wäre natürlich ideal für mein Homeoffice. Ebenso gespannt bin ich auf das nächste iPad Pro mit dem, na, ich weiß nicht, ob da der M1-Prozessor dran drin ist oder der A14X oder was auch immer, aber da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie da noch für Leistung rausholen können. Jetzt, wo der Mac ein bisschen überholt hat, muss das iPad ja wieder nachziehen. Hoffentlich. Ja, soweit diese kleine Liste mit Punkten. Ich hoffe, das hat gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Falls nein, Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr als iPad-Fans beneidet am Mac oder was ihr als Mac-Fans am iPad beneidet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und ich schaue jetzt wieder aus dem Fenster.